Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers mit mir, dem mächtigen Brancor. Heute zeige ich euch den Containerschlepper Ameise. Ein 2000 Tonnen schweres Monster, das eine 500.000 Tonnen transportieren kann. Interessiert? Also bleibt dran! Das Schiff mit dem ungewöhnlichen Namen ist auf den ersten Blick nicht gerade klein. Dennoch ist der Name genau das, was eine Ameise ausmacht. Robust, stark und schnell kann sie das Mehrfache ihres eigenen Gewichtes tragen. Für den Antrieb habe ich eine Kombination aus Ionentriebwerken und Hydrogentriebwerken gewählt. So kann die Ameise bei schwerer Ladung immer noch gut beschleunigen und der allgemeine Energieverbrauch bleibt dennoch niedrig. Schauen wir uns das Schiff mal im Detail an. Die Ameise ist ein ziviles Schiff. Wie erwähnt, ein Transporter, der über seinen Kran verschiedene Lasten einziehen kann, die eine Breite von 23 Meter haben. Sie ist 80 Meter lang, 62,5 Meter breit und 27,5 Meter hoch. Das Leergewicht liegt bei 2009 Tonnen. Die hintere Hälfte des Schiffes besteht aus den Schub- und Manövriertriebwerken, die hier zu sehen sind. Auch die Hydrogentanks werden hier aufbewahrt, die ein Gesamtvolumen von 1 Million Kubikmeter Treibstoff fassen können. Der Kran ist zentral am Schiff montiert und nicht beweglich. Im All hat man den Vorteil, selbst diesen Koloss sehr genau bedienen zu können. Da viele Raumstationen keine genormten Andockschleusen bieten, besitzt die Ameise an beiden Seiten des Schiffes zwei Verbinder, die hier herausstechen. So kann der Schlepper auch die angedockten Container be- und entladen. Gehen wir in das Innere der Ameise und schauen uns mal die Technik von innen an. Die Außentüren bieten einen Dekompressionsbereich. Es verhindert, dass man beim Hinein- oder Herausgehen versehentlich das Schiff entlüftet. Regel Nummer 1 im All: immer die Tür zumachen. Die Ameise ist kein Luxusschiff. Kaum drinnen ist man in der Kyro-Schlafkammer. Insgesamt ist das Schiff für zwei Personen konstruiert. Diese Tür führt uns in den Frachtraum. Das Lager besitzt einen großen Container, in dem Verbrauchsgüter und Werkzeuge deponiert werden. Über den Frachtraum befindet sich der 300 Megawatt Reaktor sowie die O2-Generatoren und Sauerstofftanks für die Besatzung. Hier sehen wir den Reaktor. Hier sind die vier Sauerstofftanks und die zwei Generatoren. Natürlich kann man auch die Generatoren benutzen, um Hydrogen herzustellen, falls mal unterwegs der Sprit zur Neige geht. Auf Steuerbord haben wir das Medizindeck sowie den Steuerbordausgang, den wir hier sehen. Wir gehen um eine Etage höher. Sowohl hier als auch auf Backbord können wir auf die obere Etage hingehen und haben Zugang auf das Heckfenster, um auch die Frachtcontainer zu sehen. Das Schaltfeld erlaubt es, die Verbinder auszufahren, um Zugriff auf die Fracht des angedockten Containers zu erhalten. Die Ameise kann dann als Zwischenschaltung zur Raumbasis arbeiten, wenn am Abladepunkt keine Möglichkeit besteht, die Fracht direkt aus dem Container zu ziehen. Im Notfall einer Dekompression besitzt das Schaltfeld zusätzlich die Option, alle Türen zu schließen. Auf dem Weg zum Reaktorraum kommt man nicht vorbei an dieser wunderbaren Panorama-Aussicht. Keine Angst, es handelt sich hierbei um Panzerglas, das genauso stabil ist wie die Hülle des Schiffes. Naja, solange da keiner reinschießt. Der Reaktor besitzt die neuesten Sicherheitsstandards, die einen fehlerfreien Dienst auf Jahrzehnten erlauben. Die Außenhülle ist 5 Meter dick, um auch bei Katastrophen den Reaktor vor äußerlichen Schäden zu bewahren. Die 5 12 Megawatt Batterien sind als Notstromquelle da, sollte der Reaktor aus irgendwelchen Gründen dennoch mal ausfallen. Jetzt gehen wir mal zur Brücke. Die Brücke ist für zwei Personen konzipiert, kann aber problemlos von einem Piloten bedient werden. Auch hier haben wir wieder eine wunderbare Panoramaaussicht, wie man es nur auf einem Kreuzfahrtschiff kennt. Beide Pilotensitze sind für die Bedienung des Schiffes ausgelegt. Anhand der Sitzposition hat man immer das Gefühl, vorwärts zu fliegen. Für den Notfall vor uns auf dem Bildschirm gibt es eine Bedienungsanleitung.
Und das hier, genau das hier ist der Reiz, warum man so ein Gefährt steuern will. 2000 Tonnen, die sich in Testosteron verwandeln. Das ist ein Gefühl. Ja. Über dieses Steuerpult bedient man die Antenne, Scheinwerfer, Türen, Triebwerke und die Batterie. Das sekundäre Steuerpult bietet die Außenansicht, die Steuerung der Heckkameras als auch den Kran, mit dem man die Container aufnehmen kann. Hier sehen wir die Heckkamera. Das ist die Krankamera, um eine direkte, genaue Ansicht zu bekommen. Man kann zwischen den beiden hin und her switchen. Ich denke mal, es ist Zeit für eine Vorführung. Das hier sind die Frachtcontainer, für die die Ameise konstruiert wurde. Der Container besitzt 4 große Frachträume, die ein Volumen von über 600.000 Litern Stauraum haben. Front und Heck können ebenfalls zum Anschluss weiterer Container benutzt werden. 2 12 Megawatt Batterien versorgen den Container mit Energie, solange diese an keine Station oder Schiff angeschlossen sind. Die LCD-Bildschirme können individuell geschaltet werden, um mit Warnhinweisen die Fracht von außen zu beschriften. Die Farbmarkierungen an den Verbindern lassen erkennen, welche Konnektoren für vorne und hinten stehen. Rot ist hierbei hinten, weiß vorne. Dieser Frachtcontainer kann leider keine Flüssigstoffe transportieren. Dafür gibt es auch eine weitere Variante, die ich euch gleich zeige. Dieser Container kann 1 Million Liter Treibstoff aufnehmen. Ihr seht, aus dem Schlepper kann man nun ein Tankschiff machen. Ich sitze nun am Steuer der Ameise und nähere mich den ersten 2 Containern. Es wird ein Präzisionsflug. Wenn alles klappt, wird das Magnetschloss den Container anziehen und festhaken. Gut, die erste Position ist schon mal gefunden. Wechseln wir den Sitz. Ich schalte dann mal gleich auf die Kamera. Okay, das Fadenkreuz hilft mir fürs genaue Anfliegen. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt ein bisschen tiefer. Und jetzt senken wir uns langsam mit Gefühl hinab, um auf den Container zu landen. Das Gefährliche bei großen Schiffen ist halt ihre Masse. Die brauchen halt beim Abbremsen einen längeren Weg, wodurch dann auch der Schaden erheblich sein kann, wenn man mal kollidiert. Noch eine kleine Justierung. Ja. Und jetzt greift es. Na. Perfekt. Genauso sollte es sein. Jetzt fliege ich gleich zum nächsten Container und werde dann... Ups. Ach ja, stimmt. Ich sitze ja noch auf dem Rückwärtsstuhl. So. Ja, jetzt stimmt die Steuerung wieder. Gut. Nächstes Ziel. Weiter hinten. Wir nehmen die beiden Flüssigkeitscontainer mit. Aber erstmal die Drohne vorbeilassen. Die Container, die ich jetzt mitnehme, sind leer. Daher spürt man da noch kein extra Gewicht, weshalb das Schiff so noch recht gut beschleunigt. Ich muss sagen, es ist ungewohnt, dass das Schiff jetzt länger ist. Ich glaube, ein Wimpel mit Vorsicht schlägt aus, wäre auch im Weltraum noch nützlich. Na okay, ich habe noch genug Abstand, keine Lackschäden am roten Schiff. Wie man an den Triebwerk sehen kann, ich kann auch sehr schön mit dem Schiff seitlich fahren. Schade, dass es nicht mit Autos heute auf der Erde klappt. Ich wechsle mal kurz den Sitz, dann kann ich jetzt besser rückwärts einparken, um an den zweiten Frachtcontainer anzudocken.
So, ganz langsam. Ich merke gerade, ich hätte noch eine weitere Kammer anbauen sollen. Kann leider nicht so gut erkennen, wenn ein Container angedockt ist, was man sieht, aber ja. Wunderbar, hat auch so geklappt. So, jetzt habe ich einen Zug mit 4 Containern. Ja, jetzt bin ich voll beladen. Wenn ich jetzt noch eine Mission hätte, könnte ich jetzt einfach auf den Frontsitz steigen. Zum nächsten Rendezvous-Punkt fliegen, wo gerade jetzt die Güter gebraucht werden. Also, als Transporter, es hat funktioniert. Nachdem man seine Reise abgeschlossen hat, will man natürlich die Container an Ort abgeben. Eine Möglichkeit ist es, die Container an die Andockschleuse zu befestigen. Wenn diese aber nicht vorhanden ist oder nicht passt, kann man sie natürlich auch auf die nächste Landebahn einfach abstellen. Das Gute ist, das Fahrwerk kann man auch magnetisieren. Danach löst man den Kran, wenn es selber noch magnetisiert ist in das Fahrwerk, geht das natürlich etwas schlecht. Und jetzt abheben. Ja. Ware abgeliefert, wir fahren wieder nach Hause.